Ja, bitte für diejenigen, die auf Twitter sind und Social Media, LinkedIn, bitte Hashtags verwenden. Hashtag Immo18, Hashtag Immobilien und Hashtag Crowdinvesting. Und für diejenigen, die es lesen können, steht da ganz links hinten, stehen die auch. Und wir haben es nachher auf den Folien. Genauso. In diesem Sinne darf ich jetzt begrüßen Frau Bettina Stach, Gründerin und CEO von Immo AG. Dann Professor Andreas Dietrich, Institutsleiter vom Institut für Finanzdienstleistungen in Zug an der Hochschule Luzern. Und Flavio Cilia, Leiter Immobilienbank bei der Luzerner Kantonalbank. Herzlichen Dank fürs Erscheinen. Ich bitte, Ich bitte Andi Dietrich, uns kurz zu erläutern, worum es eigentlich heute geht beim Crowdinvesting in Immobilien. Dafür haben wir eine Folie vorbereitet, die jetzt dann gleich auf dem Bildschirm erscheinen wird. Jawohl, hier bitte, Andi. Also mir ist vielleicht wichtig, dass wir zuerst die einzelnen Begrifflichkeiten klären, weil wenn man vom Crowdfunding spricht, gibt es ganz unterschiedliche so Use Cases, die völlig unterschiedlich sind auch von der Logik her, und da glaube ich, ist es wichtig, zuerst nochmals aufzuzeigen, von was wir heute eigentlich sprechen. Man kann Crowdfunding in 5 Teilbereiche unterteilen. So der erste Teil ist das Crowd Supporting oder das Reward-Based Crowdfunding. Das ist das, was Sie vielleicht von We Make It etc. kennen. Das ist, wo man einen Künstler unterstützt, ein Buchprojekt unterstützt. Das sind solche Aspekte, wo man über die Crowd finanzieren kann. Ein zweiter Teil ist das Crowd Donating. Das ist eine Spende, die man im Prinzip über das Internet und entsprechende Plattformen macht. Ein dritter Bereich, und der steht heute immer im Fokus, wenn es ums Crowd-Investing geht, als einzelne Subkategorie vom Crowdfunding, geht es darum, dass man gemeinsam Eigenkapital gibt, entweder für ein Startup oder eben, was heute speziell im Fokus steht, wenn man gemeinsam eine Immobilie erwerben möchte. Des Weiteren gibt es noch Crowdlending. Auch hier beim Crowdlending gibt es unterschiedliche Aspekte. Es ist eigentlich eine Kreditvergabe über das Internet. Einerseits kann man Privatkredite finanzieren, das ist dann dieser Bereich hier. Andererseits kann man KMU-Kredite finanzieren und seit relativ neuem kann man auch Hypotheken über direkt Peer-to-Peer über das Internet und Crowdfunding-Plattformen abwickeln. Und das Letzte ist noch in Voice Trading, das ist eine Art Factoring, wo es darum geht, dass man Rechnungen im Prinzip vorverkauft als KMU. Und Sie sehen, alles fällt unter dem Begriff Crowdfunding. Jede Kategorie wäre im Prinzip eine Diskussion wert. Da mir ist einfach wichtig, dass Sie verstehen, wenn wir jetzt von Crowdfunding sprechen, dass wir nicht von den Buchprojekten und auch nicht von irgendwie Krediten sprechen, nicht vom Invoice Trading, sondern dass wir wirklich nur um den Investing-Teil gehen, wo man also gemeinsam Eigenkapital gibt für eine Immobilie. Das ist einfach noch wichtig, vielleicht als Einleitung für das ganze Thema und das bessere Verständnis der Diskussion. Herzlichen Dank. Dann beginnen wir doch gleich mit der ersten Frage. Was sind denn jetzt die Vorteile des Immobilien-Crowd-Investing gegenüber anderen Direktanlageformen, Bettina? Ja, der Vorteil ist, man kann mit weniger Kapital einsteigen. Es gibt Investoren, die wollen nicht selber eine Liegenschaft besitzen, wollen das Vermögen diversifizieren, wollen nur mit einem Teil darin sein. Dann gibt es Investoren, die haben bereits Immobilien, wollen keine mehr, weil der Aufwand sehr groß und komplex ist. Das ist eigentlich der Vorteil. Dann, was die Sicherheit anbelangt, man ist im Grundbuch eingetragen. Das dient als Sicherheit. Man hat die Liegenschaft selber gewählt. Also man weiß, wo man investiert. Und man ist mit anderen im gleichen Pott, sage ich mal, man ist nicht alleine, man hat noch andere, die auch studiert haben. Also denke ich, ist das eine gute Sache. Was meint denn Professor Dietrich dazu? Also ich glaube, muss ich keine weiteren Ergänzungen machen. Es sind die meisten Vorteile, die relevanten Vorteile sind genannt worden. Aber ich glaube, es ist wirklich eine Umkehrung der Denkweise, dass man eben mit auch geringen Beträgen, also wenn man als Diversifikation auch in die Immobilien gehen möchte, dass man nicht nur einen Fonds kaufen kann, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, mit einem Beitrag von 50.000 Franken beispielsweise bereits auch Eigentümer einer Immobilie zu werden, was eine andere Logik hat, als wenn man einen Immobilienfonds investiert. Dann eine Frage an Flavio Cilia. Warum bieten denn Banken wie die Luzerner Kantonalbank solche sehr kundenorientierte Dienstleistungen nicht gleich selber an? Ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist, dass
das Risiko von Interessenkonflikten, speziell beim Immobilieninvesting, weil wenn die Bank die Kapitalsammlung macht und quasi die Investoren zusammenbringt und dann ins gleiche Objekt auch eine Fremdfinanzierung macht, dann sind gewisse, sag mal, Risiken vorhanden, insbesondere wenn es dann Korrekturen gibt im Wert und so weiter, dann hat die Bank ja die Finanzierung arrangiert und ist dann auf beiden Seiten involviert. Sie hat die Kapitalgeber zusammengebracht und dann auch noch das Kapital gegeben. Also das ist so ein gewisser Trade-off, den man da beobachtet. Also, aber wir bei uns, bei der Luzerner Kantonalbank, wir haben ja eine eigene Crowdfunding-Plattform und das Thema des Immobilieninvestings wird logischerweise immer beobachtet und früher oder später könnte es durchaus dann schon sein, dass man einen Weg findet, um das auch anzubieten. Dann sind wir gespannt. Warum die versprochenen Renditen im Crowdinvesting für Immobilien sind im Vergleich zu anderen Anlageformen doch ziemlich hoch. Viele Leute fragen mich auch immer wieder, wie ist das möglich? Wie können Sie solche Renditeperlen finden und warum sind die dann auch so hoch, die Renditen? Also die Renditen müssen höher sein, weil wir haben ja auch Gebühren und so weiter beim Grundbuchamt, wenn man diese erwerben tut. Dann sprechen wir ganz klar von Eigenkapitalrendite, nicht von der Bruttorendite, die man in der Zeitung liest, wenn man ein Gebäude kauft. Und vom Risiko her muss das wirklich wesentlich höher sein. Wie findet man diese Perlen? Natürlich mit einem langjährigen Netzwerk kommen Leute auf uns zu und sagen, ich hätte da etwas, wo wir verkaufen wollen, aus Altersgründen, von der Erbschaft her oder einfach so. Und da haben wir natürlich ganz andere Preise und können ganz anders kalkulieren. Dazu kommt natürlich, für uns ist es wichtig, dass wir wirklich die minimalen Kosten da rechnen, dass wir wirklich auf eine gute Rendite kommen. Doch konservativ kalkuliert, dass wir eben wirklich diese Spanne haben, wenn es dann wirklich nicht so gut sein sollte. Also von daher sind wir dann sehr gut da. Danke. Ist Immobilien Crowdinvesting auch interessant für Vorsorgesparen? Andi Dietrich. Bin ich etwas skeptisch, also es kommt darauf an, wie viel man investiert, oder? Es ist, glaube ich, als wenn man einen kleinen Betrag als Diversifikationsaspekt reinbringt, danach mit die Vorsorge einplant, kann das durchaus okay sein, aber ich persönlich habe einfach etwas Mühe, wenn man so sein ganzes Pensionskassenvorsorgegeld in Immobilien investieren möchte, weil es kann zum dümmsten Moment eben genau eine Korrektur geben, wenn man das Geld auch braucht. Und entsprechend rate ich persönlich zumindest immer davon ab, dass man zu viel seines Geldes in eine einzelne Assetklasse investiert. Also ich bin der anderer Meinung. Solange es eine Diversifikation ist, das ist sicher maßgebend, finde ich es eine sehr gute Idee. Wenn man denkt, die Pensionskassen und Versicherungen, die kaufen heute Liegenschaften weit unter der Rendite, die wir kaufen würden. Also ich denke, wenn da dann die Krise kommt, dann gibt es dann dort auch keine Rendite mehr. Und das Zweite ist eben, man investiert in eine Liegenschaft, die man kennt, man weiß, wie die Mietzinsen sind, und da ist es dann eben wichtig, dass Immobilienspezialisten dahinter stehen, weil die wissen, die haben die Erfahrung, wie kann das in den nächsten 5 bis 10 Jahren ausschauen, und nicht einfach man kauft, dass man es hat, sondern man muss es eben wirklich aktiv betreuen, und das ist das, was eigentlich die Crowdfunding-Plattform macht, das ganze Management, auch bei uns jetzt zum Beispiel, wir sind in jedem Objekt mit beteiligt, das heißt, wir sind im Boot mit drin. Wir wollen die Kunden oder die Investoren nicht alleine lassen, und ich denke, dann ist es eine gute Sache, wenn es diversifiziert ist. Danke. Jetzt, viele reden natürlich in der letzten Zeit vor allem über Immobiliencrash, dass es die Preise runterkommen und oder zumindest eine Marktkorrektur. Sollen Anleger jetzt zuwarten mit Immobilieninvestitionen? Da gibt es nicht eine eindeutige Antwort, da kommt es wirklich darauf an, was sind die Risikofähigkeiten des einzelnen Investors. Andi Dietrich hat gesagt, Vorsorge eher nein, Frau Stach sagt ja doch schon. Das kommt wirklich darauf an, wie viel kann ein Investor verkraften, wenn es eine Wertkorrektur gibt. Das ist der eine Aspekt, der andere ist, in welcher Lebensphase bewegt er sich, braucht er das Kapital lange Zeit nicht oder muss er schnell darüber verfügen können, und es fragt sich auch, was ist sein Ziel, will er möglichst viel Cash
Einkommen generieren oder will er Wertsteigerung haben oder was ist ihm wichtig? Und aus der Fülle dieser Punkte muss halt der Investor für sich selber entscheiden, will ich jetzt mich in einem Immobilium beteiligen über Crowdfunding. Da gibt es immer gute Gründe dafür und im Einzelfall vielleicht auch dagegen. Danke. Ja, vielleicht noch zu erwähnen ist, dass man eben heute genau hinschaut, was gekauft wird. Wenn man denkt, Neubauten mit hohen Mietzinsen, da haben wir schon in Anfangs Mitte 90er Jahre haben wir das gehabt, wo dann die Mietzinsen massiv reduziert werden mussten und deshalb ist dann die Rendite natürlich weg. Dass man eben heute eher wieder auf günstige Wohnungen geht. Wir werden sicher in den nächsten Jahren nicht diese Einwanderer haben, die so viel Geld haben, wie es mal einfach früher war. Und ich glaube, wenn man eben jetzt in ältere, sanierte, günstige Einheiten investiert, haben die nach wie vor jedes Jahr ein Potenzial zum Steigen, also eine gute Anlage. Nun, was wäre dann der Worst Case für die noch junge Immobilien-Crowdinvesting-Szene in der Schweiz? Andi Dietrich. Hey, ich komme vielleicht jetzt von generell im Crowdfunding. Es geht nicht nur um die einzelne Plattform, aber eben, ich glaube, in der Öffentlichkeit wird das noch nicht so unterschieden, ob es jetzt Crowdlending oder Crowdinvesting ist oder irgendwie eine Reward-based Crowdfunding-Plattform. Ich glaube, wenn es Skandale gibt, wenn jemand mit dem Geld davon rennt, wenn es Betrugsfälle gibt, im Crowdfunding sogar, oder? Ich glaube, dann leidet einfach die ganze Branche darunter und das ist derzeit auch ein großes Anliegen, wenn ich mit den einzelnen Plattformen spreche. Also jeder hat Angst, dass der andere der schwarze Schaf ist und jeder vermutet auch, dass der vielleicht der schwarze Schaf sein könnte. Und ich glaube einfach, das ist sehr wichtig auch, dass man hier berücksichtigt, seine ganze Branche, nur ein zartes Pflänzchen, das am Entstehen ist. Und hier wäre der GAU eigentlich, wenn jetzt irgendwo ein großes Skandal passieren würde, wo die Medien sich darauf stürzen könnte und im Prinzip eine ganze Branche niederreden könnten, obwohl es vielleicht ein einzelner schwarzer Schaf wäre. Ich sehe da wirklich ein gewisses Gefahrenpotenzial. Ich wurde auch schon einige Male von Medien angegangen, die irgendwann einen Skandal gewittert haben und eine Story rumbauen wollten, rund um irgendwie Crowdfunding. Das ist fast schon kriminell. Aber eben, das ist einfach so eine Story, die im Prinzip zum Teil von den Medien gesucht wird und die es unbedingt zu verhindern gibt. Gibt es da noch Ergänzungen von Bettina Stach? Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, in der Schweiz denken wir vielleicht so, jedes Mal, wenn etwas Neues auf den Markt kommt, dann ist es zuerst mal schlecht und kritisch und was auch immer. Es gibt noch nicht viele Crowdfunding-Firmen. Es darf wirklich noch mehr geben. Ich glaube, zwei sind im Starten, aber sind irgendwo noch nicht offiziell. Es braucht sicher mehr, es hat auch genügend Investoren und heute Morgen wurde schon gesagt, ja, wir kaufen ja die Häuser mit den höchsten Preisen, aber ich kann Ihnen sagen, wenn wir die höchsten Preise bezahlen würden, dann könnten wir alle Liegenschaften kaufen, was wir ja nicht tun. Das nur einfach von den Preisen her. Auch wir schauen, wir müssen ja die Rendite haben für den Anleger, weil wir wollen ja den Anleger längerfristig bei uns haben und nur so funktioniert das Ganze. Aber eben auch wieder mit den Fachleuten dahinter. Gut, dann eine weitere Frage an den Professor. Wie muss sich dann diese Crowdfunding und vor allem Crowdinvesting-Szene weiterentwickeln, damit sie auch nachhaltig wachsen kann und zu einem festen Bestandteil unseres Finanzplatzes jetzt in engeren Sinne bei Crowdinvesting wird? Ja, im ersten Bereich, glaube ich, ist ein Sekundärmarkt, oder, der so ganz, ganz langsam entstehen ist. Ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn Leute in Immobilien investieren, dass sie auch eine Möglichkeit haben wollen, dass man irgendwann wieder rauskommt und dass man nicht irgendwie sozusagen auf die 10 oder 15 Jahre oder wie auch immer gebunden ist. Und hier sind erste Bestrebungen im Gange, aber das ist ein extrem illiquider Markt noch. Und es ist einfach zu wünschen für den Markt auch, dass dieser Sekundärmarkt sich besser entwickelt. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, es muss so ein Ökosystem entstehen rund um diese ganzen Plattformen. Das ist auch noch, der Markt ist noch zu klein. Also das gesamte Volumen im Real Estate Crowd Investing war im 2016 irgendwie etwa 35 Millionen, oder? Und das ist noch klein und das muss wachsen. Und erst dann wird ein Ökosystem rundherum gebaut. Und ich glaube, das ist dann wichtig, dass sich die ganze Branche auch weiter professionalisieren kann, dass das marketingmäßig besser ist und dass die einzelnen Plattformen, die einen guten Job machen, auch besser und in der Breite wahrgenommen werden.
Jawohl. So, und die, wenn wir jetzt zurück auf die Immobilien gehen, worauf müssen denn Anleger achten bei der Wahl einer Immobilie, Herr Ciglia? Ich denke, primär sollten Sie schauen, das Objekt, in das Sie investieren wollen, welche Zielgruppe spricht das Objekt an und wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Frau Stach hat es gesagt, wenn man preisgünstige oder vernünftige Mieten anbieten kann, dann sind die Objekte auch gefüllt, dann sind in der Regel auch die Cashflows garantiert. Also das ist sicher wichtig. Und dann auch die Lage des Objekts, was gibt es darum herum ums Objekt, also Erschließung mit dem öffentlichen Verkehr etc. und auch das Angebot an Arbeitsplätzen in der Region, also quasi die Entscheidungen, die man halt macht, wenn man ein Investment trifft. Also ich denke, da liegt man nicht falsch, wenn man sich an diese Grundsätze hält. Danke. Ja gut, vielleicht noch zu ergänzen ist, es gibt ja viele Investoren, die wenig oder keine Ahnung von Immobilien haben und da ist es halt dann wichtig, dass sie gut betreut sind mit Spezialisten vom Immobilienbereich, weil sie können nicht selber entscheiden, ist das jetzt eine Liegenschaft, sind die Mietzinsen dann langfristig vermietet oder gibt es da Leerstände. Das ist sehr, sehr schwierig, weil eine Immobilie ist halt eben komplex. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, das wird schon gut sein, wenn der eine das sagt, sondern dass wirklich Spezialisten dahinter stehen. Das war ja schon immer so, wird auch so bleiben. Und das wird sich dann auch bei der Wahl eines Crowd-Investment im Immobilienbereich Anbieters genauso verhalten. Also ich denke, das ist matchentscheidend, wirklich, dass Leute dahinter sind, wo eben langjährige Erfahrung haben, professionell unterwegs sind und da kann man sicher auch Referenzen einholen. Ich denke, das ist das Wesentlichste für Investoren, die eben noch nicht viel Ahnung oder wenig oder gar keine Ahnung haben von Immobilien und trotzdem eben Immobilienbesitzer sein möchten. Das ist ja auch wichtig für uns, wenn wir als Bank in einem Investitionsprojekt involviert sind, als Fremdkapitalgeber, dass wir wissen, dass der jetzt IMOU oder wer auch immer die Finanzierung arrangiert, die Investoren zusammenbringt, dass sie die Investoren richtig aufklären und den Investoren auch aufzeigen, was das bedeutet, eben weil sie nicht Immobilienspezialisten sind. Das ist für uns auch wichtig zu sehen. Gibt es aus deiner Sicht noch, Andi, weitere Punkte, die bei der Wahl einer Crowd-Investment-Plattform wichtig sind oder Crowdfunding im Generellen? Also eben, wenn man Real Estate Crowd-Investing machen möchte, gibt es momentan drei Plattformen meines Wissens, oder vielleicht vier jetzt gerade am Entstehen. Und diejenigen, die ich kenne, die machen aus meiner Sicht einen seriösen Job. Also es geht wirklich darum, auszusuchen, vielleicht auch vom Setup her und von den Objekten her, welche Strategie man am besten findet und dann entsprechend in diese Märkte investiert. Aber ich glaube generell, wir sind hier noch nirgends, oder? Also die Volumen, es ist, ich glaube, es geht nicht mal darum, ob jetzt die Plattform A oder B sich besser entwickelt, sondern der Kuchen, der wird wachsen und alle Plattformen werden davon profitieren. Also insofern ist es, glaube ich, nicht mal die relevante Frage, welche Plattform dann schneller wächst als die andere, sondern generell einfach, wie schnell der gesamte Markt wachsen wird.